It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Pop Quiz. Wir hatten damals nicht besonders viel Kohle und ernährten uns wochenlang von nichts als Reis und billigem Wein. Deshalb kam es uns wie ein Wunder vor, als Ron, unser Drummer, einen Job als Pizzaverkäufer bekam. Das brachte zwar nicht viel Geld, aber immerhin hatten Iron Butterfly von nun an immer was zu essen. Nur an diesem Abend nicht. Ich schrieb damals an einem 17-Minuten-Stück ein echt guter Song. Aber irgendwann kam ich vor Hunger nicht weiter. Eigentlich hätte Ron längst mit der Pizza da sein sollen, doch er kam nicht. Und damit ich zumindest irgendetwas im Magen hatte, begann ich Wein zu trinken, und zwar literweise. Als Ron auftauchte, war ich nicht mehr zu gebrauchen. Ich hing auf dem Sofa rum, faselte wirres Zeug und pennte schließlich ein. Am nächsten Tag wachte ich verkatert auf und fand einen Zettel, auf den Ron Inagada Davida geschrieben hatte. Ich fragte ihn, was zum Henker das bedeuten würde. Und er schaute mich mit großen Augen an. Das ist der Titel deines neuen Songs, den du mir gestern diktiert hast, sagte er. Ich musste lachen. Denn natürlich hieß der Song eigentlich ganz anders. Ich hatte wohl nur ein wenig zu sehr gelallt, als ich ihn Ron diktiert hatte. Aber egal. Der neue Titel klang irgendwie cool. Also beließen wir es dabei und nannten gleich das ganze Album so. Oh, won't you come with me? Inagada Davida wurde im Juni 1968 veröffentlicht, stieg auf Platz 4 der Billboard-Charts und blieb 81 Wochen in den Top 10. Bis heute wurden 30 Millionen Exemplare verkauft, aber den Titel, den ich dem Stück eigentlich hatte geben wollen, den kennt kaum jemand. That's it. Pop Secret. Tag für Tag.